Schwedisch, günstig und schon zusammengebaut. Mieten Sie den Volvo XC60 für nur 75 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Ja, hi Leute, ich bin André Otten, der Trainer von Fortuna Köln U23. Ich stelle euch heute meine Traumelf vor, mit der ich gerne mal zusammengespielt hätte oder die ich gerne mal gecoacht hätte. Ich glaube, dass einige bekannte Namen dabei sein werden. Dann fangen wir einfach mal an. Im Tor der Michael Geseller, mit dem habe ich zusammen in Junkersdorf gespielt, haben die ein oder andere Mannschaftstour miteinander verbracht. Super Keeper, super an der Theke, toller Typ auch im Privatleben. Wir haben jetzt auch noch flüchtigen Kontakt, darum er ganz klar meine Nummer 1. Spiele hinten, unüblich für mich eigentlich, eine Dreierkette mit dem Julius Ewig auf der linken Seite. Er und auf der rechten Seite Klaus Welter waren früher mit mir zusammen bei Viktoria. Man nannte sie auch das Gespann Knochenbrecher, wenn die beiden einen aus der Mannschaft, ja, wenn einer angemacht wurde, die zwei waren direkt an erster Stelle da, Rudelbildung, haben sie auch mal einen 100-Meter-Sprint hingelegt. Zwei sehr gute Jungs, aber auch super Fußballer und ich glaube, wenn sie heute noch aktiv werden, würde ich beide verpflichten. In der Innenverteidigung Matthias Hönerbach, das war mein erster Trainer, der selber dann auch noch mit mir zusammengespielt hat. Wenn Mattes ausgeholt hat, musste ich einfach nur loslaufen. Die Bälle kamen immer in den Fuß. Früher in der Bundesliga war er eher der Rüpel. Dann in der Oberliga hat er halt ein feines Füßchen, hat auch mal das ein oder andere 35-Meter-Tor gemacht. Ich hoffe und wünsche ihm, dass er in seinem Trainerteam mit dem Schaf zusammen bald wieder einen Club findet, weil eigentlich haben sie das bis jetzt auf Hannover immer ganz gut gemacht. Dann fangen wir an mit der linken Seite, Mittelfeld, Thomas Euler. Ich glaube, vielen im Kölner Fußball und auch drumherum ein Begriff. Mit ihm habe ich zusammen bei Viktoria sowie bei FC Junkersdorf gespielt. Begnadeter Linksfuß. Ich glaube, überall, wo er war, war er Publikumsliebling. Ich glaube aber auch, weil er immer mit den Fans zusammen ja, die Kneipen abgeschlossen hat. Auf der Tour immer ganz vorne, beim Organisieren der Mannschaftsabende hat er immer Läden drauf, die kannte keiner, die wollte aber auch eigentlich keiner kennen. Darum, Thomas, wir haben uns letztes Mal noch gesehen, du bist ziemlich grau geworden, färb dir die Haare und ich nehme dich für die linke Seite bei mir. Auf der rechten Seite Daniel Borger, ein absoluter Leader, uns damals als junge Spieler immer sehr gut geführt. War ja zuletzt bei Maria Linden, glaube ich, auch noch bis zum Karriereende. Kommt auch da oben her. Wenn du das siehst, ich hoffe, wenn wir gegen Maria Linden spielen, dass du am Platz bist und wir uns nochmal die Hand schütteln können. Hab dann im Zentrum Fabio de Sousa. Ja, überragender Techniker, Stimmungskanone für jede Truppe. Grandioser Spielmacher, früher mit Thomas Winterstein und mir zusammen das magische Dreieck in Junkersdorf gebildet. Ich glaube, wir haben von 92 Tore, die wir in der Saison geschossen haben, waren wir an 70 beteiligt zu dritt. Habe ihn letztes Mal im Schwimmbad gesehen, ist ein bisschen dick geworden, sollte vielleicht mal wieder was auf die Laufstrecke. Daneben Umut Kikili. Umut ist, glaube ich, der begnadetste Linksfuß. Der beste Techniker, den ich kennenlernen durfte, ein sehr feiner Typ. Ich glaube, das einzigste Problem, was er hatte und warum er in Deutschland kein Profi geworden ist, ist seine Geschwindigkeit gewesen. Aber sonst war das einfach einmalig, was der mit der Kugel konnte. Dann vorne meine drei rechts, Dirk Isewin ist gerade Papa geworden vor ein paar Monaten. Glückwunsch nochmal dazu. Er wird jetzt auch bald heiraten, da bin ich eingeladen. Freu dich schon mal. Die Jungs und ich, wir werden dir einen heißen Abend bereiten. Ja, er hat mich lange Jahre begleitet. Wir sind eigentlich überall hin zusammen gewechselt oder er kam immer ein Jahr später. Wir pflegen jetzt noch eine Freundschaft. Ise ist immer mitgelaufen, ich habe quergelegt damals. Reinschieben konnte er gut. Ab und zu hat er auch mal drüber geschossen aus 3 Metern. Super Typ.
Jeder Abend mit ihm war eine Bereicherung. Da gab es aber auch den einen oder anderen Abend, den würde ich gerne aus meinen Gedanken streichen. Dann haben wir links Mario Schwarz, spielt jetzt noch bei Hohenlind, hat mit mir zusammen bei Viktoria gespielt, sind zusammen aus der Jugend in die erste Mannschaft gekommen, hat, glaube ich, in seinem zweiten Seniorenjahr in der Oberliga damals, was die vierte Liga war, ich glaube 22 Tore gemacht, wurde dann von München-Gladbach geholt. Ich glaube, bis heute, wenn Holger Fach noch Trainer geblieben wäre, wäre er Profi geworden. So hat Blacky leider Pech gehabt und es kam ein neuer Trainer und ihm blieb nicht mehr wie der Amateurbereich, bombt aber jetzt noch. Unglaublich. Wenn er noch halb so schnell ist wie damals, ist er immer noch der schnellste aus der Kreisliga A. Wünsche ihm und Hohenlind, Hohlweide auf jeden Fall, viel Glück. Und vorne, ja, für mich das Phänomen, Thomas Winterstein, der Bomber auch genannt. Ja, ich glaube, der hat von der Kreisliga B bis in die Oberliga mit Junkersdorf jeden Aufstieg gemacht, war jedes Jahr bester Torschütze der Mannschaft. Ja, normal wird man im Alter vielleicht ein bisschen schwächer, er wurde im Alter immer besser. Ich glaube, ich hätte gern mal erlebt, wenn er eine richtig gute Ausbildung gehabt hätte. Ich glaube, der Mann wäre auf jeden Fall Profi geworden, weil ich kannte keinen, der so gut den Ball abschirmen konnte. Aber sein Problem ist der Wein. Lass das sein, mein Freund. Ne? Ja, das war meine Traumelf. Ich glaube, mit der würden wir heute noch bis in die Mittelrheinliga durchmarschieren. Ich wünsche den Jungs alles Gute. Sorry an die ich nicht genannt habe. Also, da wären bestimmt noch einige dazugekommen. Aber das ist die Elf, mit der ich Meister werden will. Fährt auch voll noch sicher. Mieten Sie ein LKW ab 6,90 € pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.